So, Freunde, neue Aufnahmesession Sekiro und Shadows Die Thrice. Richtig. Und links sieht man's. Das neue Motto. Ja, Martin hat sich trotzdem nochmal hier auf dem Beifahrersitz bequem gemacht. Jetzt darf ich hier wieder leiden. Bevor ich mich von dem Affen nochmal verhauen lasse, fahre ich erst nochmal wohin. Dann fahr mal. Ja, ich habe mich jetzt irgendwie dran gewöhnt. So, das ist nur zugucken und blöd daherreden. Das ist total entspannt. Das ist quasi jetzt die gleiche Experience, die die Leute zu Hause haben. Ja, ich weiß schon, warum die das machen. Das ist gar nicht so doof. Ein paar von euch geben uns ja sehr hilfreiche Tipps. Das mache ich nicht. Ein paar von euch laben sich in meinem Unvermögen, aber mein Gott, wenn euch das gefällt. Das haben wir vergessen. Dienst also dem göttlichen Erben des Vermächtnisses des Drachen. Ja. Wozu brauchst du die sterbliche Klinge? Ich will die Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter erlangen. Ich möchte die Fesseln. Verstehe. Ich habe etwas darüber gelesen. Ich habe gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet, der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab? Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers, erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder. Also gibt es noch mehr. Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen liegen hier begraben. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Und ich teile die Einstellung des Erben zu dieser Wahrheit. Shinobi des göttlichen Erben. Ich werde dir helfen. Streck bitte deine Hand aus. Was? Segnet uns mit einer reichen Ernte. Ja, Mann. Reis aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Er stellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität wieder her. Selbst bei nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenblutes für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll. Er stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. Hä? Was ist das? Reis? Bitte sehr. Dieser Reis ist kostbar. Er schmeckt besser, je mehr man davon isst, und spendet Kraft. Hey Baby, Baby! Hehe! Es gibt Milchreis anscheinend. Was haben wir jetzt da? Aber das ist nur das ist nur ein Consumer? Ja. Was heißt denn, er wird süßer, je mehr man davon isst? Weiß ich nicht. Stellt Vitalität her. Weil eigentlich sollen wir das ja dieser alten Frau geben. Die hat darum gebeten. Und dann gibt es... Sie wollt Reis. Also ich wusste nicht, was ich damit soll, deswegen... Na gut, stellt Vitalität her. Aber wenn wir natürlich jetzt hier dafür eine Queste erfüllen... Jetzt ist sie bestimmt weggegangen. Ach scheiße, jetzt habe ich noch was anderes vergessen. Ich wollte mir noch den Fächer, den wir letztes Mal... Also diesen Schirm... Jetzt geben wir erstmal der kurz das... Ah, Schlangenfrüchte, ja. Es gibt zwei Arten. Eine ist frisch, die andere ist getrocknet. Ja, die Wovon reden? Etwas Raven bringt. Hier ist etwas Reis. Oh, oh, es gibt keinen Zweifel. Das ist der Reis des göttlichen Kindes. Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Sagt mir, was ihr seht. Wenn ihr getrocknete Früchte sucht, dressiert Affen. Lasst den Affen tanzen und er wird verspeist. So süß. Wenn ihr getrocknete Früchte sucht, dressiert Affen. Lasst den Affen tanzen und er wird verspeist. Einen Affen tanzen lassen. Was soll das bedeuten? Das hat bestimmt was mit dieser Marionettentechnik zu tun, oder? Ja, das ist nicht komplett abwegig.
fahre ich nochmal kurz hier zum Bildhauer und schaue, ob ich... Aber das kostet auch immer so Dinger, ne? Also dann brauchen wir irgendwelche Ressourcen, um sich sowas bauen zu lassen. Kann natürlich trotzdem sein, dass wir die schon haben. Wir haben ja einige. Wir sammeln ja auch alles ein. Wir haben ja ein gefülltes Lager. Maschina. Jetzt haben wir da die heißen Tipps bekommen, dafür, dass wir unseren Reis weggegeben haben. Ob das wert war? Wahrscheinlich nicht. Göttliche Entführung. Ein mit einem großen Tengu-Fächer geladenes Prothesenmodul verbraucht Geistembleme. Entfesselt einen Wirbelwind, der im Wirbel gefangene Feinde zum Umdrehen zwingt. Der hinfortgezauberte kann leicht zurückkehren. Es heißt jedoch, dass man nur einmal zurückkehren kann. Beim zweiten Mal gibt es keine Rückkehr. Okay. Dann ein andermal. Du findest hier jederzeit Zuflucht. Hoi. Okay, dann zeig mal. Wo ist denn das jetzt hier, ne? Ja. Göttliche Entführung. Dann führ mal. Ich muss irgendwo hin, wo ich das schmeißen kann. Ich glaube, ich ab hier. Ne, das war falsch. But what does it do? Ach ja, und ihr habt in den Kommentaren gesagt, wir sollen noch kurz hier mit dem Chef da oben reden, weil der was wohl wegen dem Schwert mit uns zu klären hat. Kannst auch gleich hat. Mal die göttliche Entführung probieren an ihm. Stimmt. Vielleicht funktioniert dieses das da. Schwert auf eurem Rücken. Was ist es? Die sterbliche Klinge. Was? Sie ist echt. Würdet ihr mich damit von meinem Fluch erlösen? Ja, komm. Das werde ich, natürlich. Danke. Ein Mann mit euren Fähigkeiten könnte einen gnadenvollen Tod gewähren, richtig? Überlass das mir. Wunderbar. Ich muss Sekicho danken. Ich muss mich auf den Tod vorbereiten. Ich werde bereit sein, wenn wir uns wiedersehen. Ist aber garantiert so eine Art von, er nimmt den Tod von uns an, aber nur, wenn er uns dabei voll hart bekämpft. Vor allem bist du nachher bestimmt voll am Rumstümpern, wenn du ihn dann perfekt niederstrecken sollst und hackst ihn erstmal voll ins Bein und... Au! Das hat sehr weh getan. Du hast genau den einen Nerv getroffen. Jetzt kommst du wieder, der muss sich auch vorbereiten, was soll das? Ich muss mich auf den Ich wollte gerade sagen, du bist gerade einmal hinten eine Pirouette gedreht und kommst wieder rein. Ja. Ich komm mal wieder rein. So, komm noch mal rein. Ja. Das gibt noch mal ein bisschen Zeit. Mit dem falschen Fuß aufgestanden. So. Geistembleme haben wir ja noch. Dann fahren wir halt jetzt wieder zurück. Bodhisattva-Tal. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, welches habe ich denn jetzt abgelegt? Welches hier Prothese? Den Speer. Ich brauch. Den Speer brauche ich nicht unbedingt. Ich muss den Fächer jetzt im Bosskampf tun. Ich will das mal probieren. Keine Ahnung, was das bringt. Er will es probieren. Ich kann übrigens das Spiel nicht mehr. Ich habe das... Wie viele Tage ich das Spiel gespielt? Ein paar. Das ist aber genau die Art von... Ich muss so nachschauen jetzt mal. Keine Ahnung. Nicht das Gefühl, dass es irgendwas kostet. Ich glaube, ich hab's doch falsch benutzt, oder? Wenn der jetzt was schmeißt. Du weißt gar nicht, wie man es richtig benutzt, oder? Ja, jetzt, oder? Ja, das war nicht weit genug dran. Ich würde gerne ausprobieren, was passiert, wenn man, wenn der halt diesen Kacke-Dings da schmeißt. Jetzt schmeißt der Kacke. Absolutely nothing. Okay, das ist für irgendwas anderes gedacht. Okay. Fächer. What is it good for? Absolutely nothing. Ja, du gehst auf in dieser Beifahrerrolle. Das ist schön. Und sind wir endlich da. Ich bin hier total entspannt durch den englischen Garten geradelt. So. Ja. Hierher, bei Sonnenschein. Und dabei Musik gehört. Jetzt sitze ich hier, gucke mir das hier an, was du hier für einen Unsinn veranstaltest. Mach jetzt meine blöden Witzchen, fahre nachher wieder nach Hause. Das geht. Kann seinen Abend schlechter verbringen. Brauche ich hier noch irgendwas?
Nee, diese Superkiller-Klinge haben wir ja eh. Das Entgiftungsding würde ich mir aus dem Menü holen. Menü? Richtig. Ich meine, die Leute müssen halt irgendwie so eine Woche warten, jeden Tag so eine kleine Folge, gucken wir es am Stück an. Ich kann auch dazwischen reinreden, wenn sie mühsam in Kommentare schreiben. Praktisch. So, jetzt habe ich auch aus den Kommentaren gelernt, dass es tatsächlich ein Cooldown ist, wie lange der auf dieses Feuerwerk nicht reagiert. Achso. Das heißt, man muss dann schon eine ganze Weile warten. Das heißt, er hat dann noch einfach Scheiße, eine Resistenz aufgebaut. Hau ihm den Arsch! Korrekt. Scheiße, Mann, das wird immer eingepiezelt. War nicht so schlecht. Alles gut. Was ja, da war's. Aber irgendwie, das bin immer nicht in Reichweite, wenn der das. Warum ist das so? Er wirft! Oh, gut. Jetzt habe ich es geblockt, oder? Ja, ja, alles richtig gemacht. Alles sehr souverän. Begeistert. Kannst du zwischendurch mit Oman Zellers einen aus der Pulle gönnen? So macht man das scheinbar. Einfach blocken? Ja, im richtigen Zeitpunkt halt. Ja, gut, blocken geht ja eigentlich immer. Das ist immer über seinem Kopf, aber irgendwie funktioniert nie so, wie du das gerade vorstellst. Wie alles andere im Leben. Das war ja wohl eher mal nichts. Alles gut noch, 5 Flaschen hast noch. Der Typ ist schon fast zur Hälfte tot. Ich will echt rausfinden, was ist. Ich glaube, das ist voll der gute Angriff, wenn man das irgendwie mal vom Timing her richtig macht. Wenn man den quasi irgendwie an den ranhakt, dass das irgendwas. Weil das kommt immer nur so kurz. Ich glaube, es ist halt einfach vor allem gut, um die Entfernung zu überbrücken. Nicht, dass es irgendwie ein Angriff der Bahn nicht Schaden hat. Könnte natürlich sein, aber das ist auch schon ein paar Mal geschafft und es war jetzt nicht dann irgendwie so das große Aha-Erlebnis. Ich glaube, es ist halt wirklich nur gut, dass du schnell rankommst. Ja, ist sauber. Oh. Sehr gut. Ich bin zu gierig. Ich muss mal die Achselhaare zählen. Huch! Ich kann sagen, dass die Bäume einem gar nichts machen. Bis jetzt nicht. Immer das Schwert zu kurz. Wenn ich beinahe angepumpt. Dann kriegt er ein bisschen Gift ab, aber mehr auch nicht. Etwas irgendwie. Ach, schade. Also, ja, alles noch gut. An diesem Move ist auch noch irgendwas dran, was ich noch nicht gecheckt habe, wo das so ein Area of Effect ist, wo er mich dann quasi auf jeden Fall zu fassen kriegt. Aber wenn es einen Move macht, wo sich dann so vom Rücken umdreht und dann mit beiden Händen greift. Das ist ein guter Punkt, um relativ ohne Konsequenzen mal zuschlagen zu können. Nur wenn du ausweichst, dann ja. Genau, wenn du hinter ihm bist. Wenn du vor ihm bist, kriegt er dich zu fassen. Sieht alles sehr gut aus. Jetzt noch ein Viertel. Das meine ich ja. Wenn du da vor ihm bist, dann hat er einen ziemlich großen Bereich, wenn er dich zu fassen bekommt. Was macht der denn jetzt? Okay. Feuerwerk mal wieder, was du vergessen bist. Ja, ich spare mir das eigentlich auch. Okay, du bist ja fast tot, weil du hast ein 13. Aber du machst das schon. Ich habe noch so viel. Nee, du hast noch 13 im Leben. Ich hab mental quasi all die Kämpfe, die wir vorher schon gemacht haben.
Au, ins Auge. Okay. Ich glaube, der kommt nicht wieder. Ja, guck. Gut. Very good. Okay, so das hat mir irgendjemand gespoilert. Und das ärgert mich halt. Das wusste ich nicht. Und jetzt ist er halt so ein Rutschemann. Deswegen hat sich der Kugel nicht auch die Feuerwerkskörper aufgehoben. Okay. Richtig, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt überhaupt irgendwas bringt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, das ist jetzt ein ganz anderer Kampf irgendwie, oder? Weil der macht was andere Sachen. Wir dürfen davon ausgehen, dass es halt einfach die zweite Phase ist. Das sah aber, das sah gut aus. Ja, der hat schon ein paar neue Moves mit seinem Schwert. Aber ich habe mir, glaube ich, ein Leben wieder aufgeladen? Nee, noch nicht mehr. Doch. Oder nee, ist nicht voll. Aber es ist nicht mehr durchgestrichen. Zumindest hast du theoretisch die Möglichkeit, wieder aufzustehen. Das ist abgefahren. Das hat so ein bisschen was Eiskunstlauf-mäßiges. Wie sieht das mit dem Dancer aus? Dark Souls 3. Stimmt. Auf den würde ich warten und dann versuchen. Weil, würde der von sowas jetzt hier noch beeindruckt werden? Nö, ne? Weil der hat keinen Kopf mehr. Ja, den Kopf schon noch. Ich weiß nicht, den Kopf jetzt noch groß benutzt, aber den nur so als Show. So wie du, als Hutspender. So dieser Drive-By-Flame jetzt hier. Ich gegen den mal Fernstich. Ja, ich merk schon. Deswegen muss ich alles so. Übersprungshandlungen von hier an mir auslassen. Wie macht man das? Überleg dir mal lieber, wie ich da am besten an hier rankomme mit der Wrestling nach. Ich will dich jetzt versagen sehen erstmal. Was zum Lachen hat hier. Aber irgendwie, jetzt dachte ich gerade, wenn ich einfach ruhig stehen bleibe, dann trifft er mich nicht. So ein T-Rex, wenn du dich nicht bewegst. Der Vision is based on movement. Es gibt hier keine Bäume mehr, oder? Kann das sein? Die haben wir schon in der ersten Runde alle weggeräumt. Ja, einer ist noch da. Hier gibt es ja schon mal welche, die ja nicht also wegrollen kann. Klingt ja jetzt so niedrig viel. Weil ich quasi den also Kampf... kennen kannst ganz gut bisher. Aber ich den Kampf hier hinten quasi mache, dann musst du doch eigentlich wegkommen. Okay. Scheiße. Dieser Move ist ja ziemlich... Okay, was kommt jetzt? Wow! Hat sich kurz den Kopf wieder raufgesteckt, um zu schreien? Nein. Ist der abgefahren. Wieso block ich eigentlich nie, Mann? Ich hab doch einen Katana, mit dem ich blocken kann. Bin ich dumm? Das ist ja ein bisschen harsch zu dir selber jetzt. Prinzipiell hast du natürlich recht, dieses Sekiro-Spiel habe ich mal gehört, dass mit diesem Blocken und Parieren ist, glaube ich. Ja. Man vergisst das immer, man weil das halt ein Dark Souls-Mindset wieder mit Ausweichen. Ja, vor allem, weil der so groß ist. Was soll man denn machen, wenn man da so ein Schwert hochhält, wenn dir so ein 20-Meter-Affe so ein. Mit einem Riesenschwert oder Speer oder was das ist, da in den Kopf haut? Aber okay, das geht Hände, ja. Meine Hände sind schwitzig, okay. Die Frage ist. Für den ersten Teil versuche ich ein paar von den Emblemen, aber dann würde ich für den zweiten Teil mir das aufsparen für dieses Superschwert. Dann rüstest du es mal die aus. Die Geistembleme, das habe ich ja eh schon, das ist ja quasi diese Kombo. Ach, mit. So was mit damit ist, das Schwert, okay. Ja, das können wir natürlich, hast du noch gar nicht probiert, eben, ob das gut ist, aber prinzipiell könnte das funktionieren. Bei dir, auf der ersten Phase bist du eigentlich ganz gut durchgekommen. Die ist eigentlich nicht so wahnsinnig schwer. Weil so überraschende Angriffe macht er nicht. Nee. Ein paar gibt es drei, vier verschiedene. Eigentlich muss ich ihn nur mal baiten, dass er diesen Hinspringer macht. Jetzt ging's gerade. Ja, irgendeinen Move macht schon, den man inzwischen erkennt. Dann hast du immer danach ein paar Sekunden, um ihn dann zu vermöbeln. Eigentlich nur ein Geduldsspiel. Naja, nicht ausweichen, sondern blocken. Ich
Also dann. Das lernen wir jetzt ja. Dafür sind wir hier. Die Haltung fixen. Was macht der denn jetzt hier auf dem Affenhügel? Das scheißt dir ja in die Kacke. Das war zu früh, oder? Nee, ja, du hast keinen Schaden gecheckt. Achso, weiß nicht mehr, du hast geblockt. Es geht beides anscheinend. Du kannst doch einfach nicht dahin stehen und blocken. Das sieht natürlich nicht ganz so spektakulär aus. Ich kann nicht alles haben. Au. Au. Du bist auf die Finger gehauen, hast du. Ja. Du noch mal. Ja, das war cool. Ja, das ist eigentlich jetzt schon quasi vergeben, aber... Ja, so ein bisschen Schaden hat es gemacht. Ja, das macht jetzt nicht mehr Schaden, aber es macht halt wirklich gut um die... Um die das ist halt, der Griff von dem Schwert, ne, wo man sich dann da festziehen kann. Mhm. Ist ja halt irgendwie cool, wenn man das quasi so sofort... Einmal dran ziehen. ...dann rupfen könnte und dann ist er halt hin oder so. Tja, muss ihn ein bisschen bearbeiten. Come at me, bro. So gehört. Dammit. Mach wieder den Hin. Da kommt er wieder. Ich habe ja erst gedacht, dann so, na, eine zweite Phase und dann sah er so tool aus und der Kopf lag da, dann doch nicht. Und es ärgert mich so ein bisschen, dass ich das halt vorher wusste, weil es die geile Überraschung gewesen wäre. Wer ist denn gespoilert? Wir haben Leute das auf Twitter geschickt, so von wegen, ich freue mich schon, wenn ihr an der Stelle seid. Ach genau, das geht auch besser. Das geht doch besser, das muss doch wirklich nicht sein. Du kannst doch einfach wie ich machen und nur geistreich und total witzige Sachen auf Twitter posten. Scheiße. Schweinwitzig. Oh, das war unnötig. Spiel das Spiel mit der unnötigen Bewegung. Die unnötige Bewegung. Wie hat die Abfallwirtschaft München auf meinen letzten Tweet geantwortet, den ich auch nicht haben wollte? Naja, das zeigt so ein bisschen, dass so Müll war. Nice self-owned. Suicide by words. Ich habe mich drüber, ich habe mich auch drüber ausgelassen, dass diese Recycle-Container so eine kleine Öffnung haben. Ach, das hatte ich gelesen, weil die dann geschrieben haben, dass dann sonst die Leute da Scheiß reintun würden. Dann ist schon das sowas zum Beispiel. Ja, das stimmt wahrscheinlich so halb. Aber ich hasse das trotzdem, was jetzt mit anderen Leuten auch so geht. Ich sammle ja meinen Plastikmüll dann zu Hause in so einer Plastiktüte. Also liegt dann halt alles mögliche. Verpackungen und alte Joghurtbecher und so weiter. Und dann hat man das halt in so einer Plastiktüte und dann passt die halt aber nicht durch dieses kleine runde Loch auf den Abfallbehälter. Dann musst du immer da so rumdrücken und schieben. Ja. Und dabei reißt dann die Plastiktüte ein und dann sifft halt so der wochenalte Joghurt da so halb raus, irgendwie so noch ein bisschen in einem Becher hin. Und, oder dann irgendwie den Rest Apfelsaft aus dem Tetrapack. Also ich passe wahrscheinlich auch, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe das natürlich etwas überspitzt. Ja. Nicht der Einzige auf Twitter, glaube ich. Aber was soll das? Das nervt mich halt schon. Ich stelle mich gerade an, wie der erste Das ist jetzt schon viel zu, also eigentlich darf ich in dieser ersten Phase kaum was von der Flasche verbrauchen. Ein, zwei vielleicht, bei mir auch nicht. Das ist, wie man sich halt vornimmt, bis 12 Uhr höchstens zwei Schluck aus der Flasche. Also das ein, zwei Schluck sind okay, aber das muss bis zum Abend reichen. Also ein Doppelkorn ist halt auch nicht billig. Ich kann nicht jeden Tag eine ganze Flasche wegziehen. Hätte man aber auch noch. Vielleicht kann man die damit baiten. Da muss ich irgendwie anders weg. Nicht nur laufen, sondern noch eine Rolle machen oder so. Oder mit dem Enterhaken, aber richtig. Vorhin hast du einfach ganz souverän immer nur so ein paar bisschen weggelaufen, gar nicht so groß und dann wieder aber hin. Also ich dachte mir jetzt auch jedes Mal, ich wäre eigentlich aus dem Gefahrenbereich. Das sah so gut aus vorhin. Das schmälert natürlich auch die Leistung von vorhin. Also, das ist natürlich blöd jetzt, aber das sah halt vorhin so gut aus. Ich dachte, Respekt. Das ist zu dir, ne? Der kann ja, das. Kommt gleich wieder. Er kann. Hier gibt es auch irgendwo so einen Weak Spot, wo man den hinten treffen kann. Und dann haut er gleich irgendwie, fällt er gleich nochmal um. Dann kann man ihn noch zwei, dreimal mehr hauen. Ist das nicht eigentlich, wenn man praktisch
bestimmten Stagger-Wert erreicht. Ja, beim bestimmten Schaden innerhalb von kurzer Zeit überschreitet, dass er in den Schellenbereich ist, er dann halt einfach nochmal. Manchmal riecht ihn ja so am Musikknochen, am Ellenbogen. Ja. So, ah. Das war auch gemein. Hat Höllen wehgetan. Jetzt kriegt er eine Beule. Das habe ich ja. Ich trainiere im Moment. Also ich hab, eigentlich habe ich vorhin schon, weil du noch gegessen hast, dann haben wir ein bisschen über Essen gesprochen, dass ich mit der jetzt versuche zu essen und zuzunehmen, was mir so schwer ist. Das ist so ein Mähdrescher. Mähdrescher essen gar nichts, sag mal. Doch, Kinder. Bett im Kornfeld. Ja. Schlepper, Schlepper, Mietwäsche. Ich bin nicht aufmerksam genug. Ja, meine Haltung ist im Arsch. Das war ein anderes Problem. Und ich mache jetzt auch so viel Trinken und dann habe ich jetzt. Ich wechsle das immer so ab. Beine und Arme und Bauch und so. Wie dumm war das jetzt? Da habe ich gedacht, ich hätte meine Arme jetzt voll kaputt trainiert, weil ich so richtig so Schmerzen hatte. Ja. Aber ich hätte mir dann auch tatsächlich so den Arm angestoßen, das ich vergessen am Tag vorher, da kann man Schmerzen. Alles so gut trainiert. Und so zwei Tagen, das ist dann schon, dass ich mich ganz unangenehm Ellenbogen gestoßen habe. Ja, das hat nicht sollen sein. Jetzt komm, jetzt Fokus. Jetzt trinke ich nochmal einen Schluck aus der Apfelsaftschorle. Die Kürbisflasche des kleinen Mannes. Das ist übrigens mega eklig, die ganze Zeit Kürbissaft zu trinken, wenn es einem schlecht geht. Dann doch lieber Schmerzen. Wenn du nur Kürbissaft trinkst den ganzen Tag, da kriegst du doch... wirst du doch... Ich weiß nicht, ob ich mal Kürbissaft getrunken habe. Du bist ja an sich lecker. Kürbissaft ist jetzt... so. Ich hoffe, dass mein Körper ist. Nein, wieso mache ich das nie? Mein Hirn sagt spring, spring. Und was mache ich? Dumm. Idiot. Das ist, glaube ich, aber diese, das ist diese selektive Wahrnehmung, die man auch als Zuschauer hat. Weil man denkt viele Sachen gleichzeitig. Man denkt so, ha, sollte ich mich vielleicht ducken oder doch springen? Ha, jetzt das. Das denkt man alles. Und dann, ja, macht er jetzt diesen Muffel oder das? Und dann, wenn es passiert ist und man gesehen hat, was passiert ist, denkt man, ja, ich habe eigentlich ja gedacht, das andere. Ja. Man hat aber drei Sachen gedacht und eine davon war richtig. Und man denkt vor allem auch, wenn man das andere, wenn man so zuschaut, denkt man mal das Timing. Wenn ich jetzt denke, war ich doch aus, Michi? Dann denke ich mal, als ich gerade gedacht habe, war ich doch aus, war es genau der richtige Zeitpunkt. Ja. War da trotzdem zu spät schon gedacht, aber das wird ja dir nie bestraft. Deswegen fehlt ja immer noch diese Elektroschock-Funktion über das Internet. Die Leute dann schreiben, weich doch aus, dann haben sie aber falsch gedacht oder zu spät. Das merkt ihr halt sofort, weil dann wird gemessen beim Zuschauen, ob sie es auch zum richtigen Zeitpunkt gedacht haben. Und wenn sie es halt nicht zum richtigen Zeitpunkt gedacht haben, also aber trotzdem in die Kommentare schreiben, dann ist das gleich bestraft. Aua. Also wenn man da aber zu früh zuschlägt, vielleicht ist das der Fehler gewesen. Ich habe zu früh geschlagen und bevor ich seinen Kopf erreicht habe, vielleicht kann man dann nochmal richtig Damage machen. Okay. Fuck! Ich hab's aber gedacht. Ich hab's aber auch gedacht. Was ist er denn? Ich seh doch nix. Hildegard. Denken, nicht schenken. Ich hab irgendeinen wunden Punkt getroffen. Das war, glaub ich, gut. Boah! Serie der Shadow Warrior gesehen. Also ja. Den ersten von irgendwie Mitte der 90er. Das ist ja nie gespielt damals. Ein Build Engine Game, also gleiche Engine, auch der auf die 3D, das erste basiert. Was ja ein bisschen damals die Konkurrenz Engine. Der 3D, aber ja, er hat ja gleich. Sowas, was ja die Konkurrenz Engine zu der Doom Engine war. Den war Shadow Warrior. So also ein ziemlich brutales Spiel. Eigentlich ein ziemlich cooles Spiel wohl auch. Wir haben ja gezeigt gerade. Aber es ist halt einmal sehr brutal. Und auch so ein guten Humor. Der Protagonist ist ja so ein Asiate und sie hatten
die Designer hatten sich ja ein bisschen an diesen Kung-Fu-Film der 70er und 80er Jahre orientiert, aber auch so ein bisschen diese Klischees überzeichnet. Das ist ja so ein... Das ist jetzt mal zu kämpfen. In der zweiten Phase riecht man nicht so viel. Also da kriegt Kampfen man wohl hier Furcht. Ja, ein so anschreit. Was mache ich jetzt, wenn er diesen... Also diese eine Angriff geht ein bisschen länger, als man denkt, finde ich, diese Combo. Am ehesten hätte ich gedacht, ich warte auf diesen Rutscher und mache einen Doppelsprung, um ihm dann halt ins Schaden zu machen. Du bist ja einmal vorhin so cool über ihn drüber gesprungen. Was für eine Pirote ist. Ja, der hat keinen Kopf, Mann, der ist verschwindlich. Feins. Okay, so. Und wenn der so auf einen zurutscht. Auf ihn drüber springst, auf den Rücken springst. Wow. Okay, der war neu. Können natürlich auch versuchen, ihn zu parieren halt. Ne? Ja, aber. Wenn er zu spät. Ich wüsste halt gerne, welche Kombos kommen. Das der normale Einserschlag. Ja, das ist diese Kombo. Und so habe ich ihm jetzt direkt in den Arsch geguckt. Nein. Dach. Sehr schön. Ja. Ja. Aber dann weiß ich trotzdem nicht. Sehr schön. Ja. Ja, und jetzt? Ja, sehr gut, genau. Ich glaube, im Sekiro ist dieses Parieren doch eine gute Sache. Sollte man ausprobieren. Eigentlich das Falsche gemacht, aber mit Dusel durchgekommen. Da fragt mich ja keiner, warum denn das gut gelaufen ist. So ein bisschen der Drunk Master Style eher. Die Angriffe sind nicht übermäßig schnell eigentlich. Meisten davon, sag ich mal, werden ganz gut telegrafiert. Das war echt Zeit. Ja. Das ist der Trick, so machst du das einfach. Wie geht das eigentlich? Ja, das ist echt gut. Das wirkt überzeugend. Parieren, wenn er seine 5 Moves macht. Kann ich nicht sehen. Auch sehr schön. Oder? Halten auch nur sehr langsam. Das sah nach mehr Glück als Verstand aus. Oh, sehr gut. Jetzt hält er wieder hin. Voll verschenkt, ey, wie lange jetzt da blöd rumstand. Kann ich ihn nehmen, um das loszuwerden? Ich will jetzt nicht irgendwie mit so einer Panikattacke dahin siechen. Das Konfetti ist... Nee, nicht das Konfetti, ist Beruhigungsmittel. Das da, ne? Das kann man auch echt gut parieren, diesen Schlag von oben. Ja. Gut, an dem Beruhigungsmittel ist auch, dass es auch deine Resistenz erhöht halt kurzfristig. Ich nehme es lieber nochmal ein Beruhigungsmittel, oder? Das ist, glaube ich, besser für unsere Nerven vor allem. Alter, mein Puls ist gerade bei 4000. Das funktioniert nicht, wenn ich das nehme. Das ist defektiv.
Jetzt stirb, du dumme Affensau. Löwenaffe, bitte. What? Was macht das denn da drin? Das ist nicht, aber... Wir machen jetzt nicht noch eine Phase, ne? Ich glaube, das hat ihn am Leben erhalten. Ja, ich habe ein Achievement bekommen. Oh Gott! Diese Tausendfüßler da drin. Andererseits, ich hätte es geil gefunden, wenn es eine dritte Phase gegeben hätte, weil das hätte ich nicht kommen sehen. Ja, Erinnerung geil. Wächteraffe. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich die Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Auch wenn der Wächteraffe besiegt wurde, hallt sein Gebrüll weiter. Man sagt, ein befallener Körper sei ein Zeichen der Unsterblichkeit. Zarte Finger. Der zarte Finger einer jungen Frau kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Okay. Er wurde halb verdaut im Bauch des Wächteraffen gefunden. Es gibt die Flötensignal-Shinobi-Technik, die Tiere wild macht. Das offene Loch im Finger zeigt, dass diese Technik genau dafür... Okay. Aber vielleicht ist das, was die Frau gesagt hat. So, das sollte damit die Tiere dann... Die Affen zum Beispiel. Ach so, vielleicht ist das das. Wie wild machst, bin ich... Wie auch immer. So, jetzt hier. Angriffskraft. Yes. Angriffskraft 6, Vitalität 13. Geil. Brauchen wir noch eine Gebetsperle. Ja. Also wäre ganz gut, wenn wir noch eine hätten. Gut, wir machen auf jeden Fall mal in dieser Folge eine Pause. Das war Nervenaufreiben, das war geil, das war Drama, das war Spannung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Folge endet nicht. Heute dauert die Folge halt länger. Jetzt. Tschüss.